Alltag für Klaus und Joachim. Die Hausverwaltung hat Alarm geschlagen. Es scheint ein Fall von Stromdiebstahl vorzuliegen. Die Tatsachen sind eindeutig. Also, sag mal, vor allen Dingen hier, eine Steckdose. Steckdose im Schrank, das ist doch großartig. Was für ein... Also so geht's ja noch nicht. Mach mal raus. Not macht bekanntlich erfinderisch. In wirtschaftlich schlechten Zeiten haben so absurde Straftaten wie Stromdiebstahl plötzlich Hochkonjunktur. Hallo. Ist denn? Ja, wunderschönen guten Tag. Also wir haben hier gerade, wir haben hier gerade festgestellt, dass Sie irgendwie sich hier Strom beschaffen. Das ist doch Stromklau, so geht's doch nicht. Doch überhaupt und gar nicht. Ihr könnt mir gar nichts. Also, hallo? Pass mal auf. Also. Der macht nicht mehr auf heute. Ich würde sagen, Plan B. Ja, das geht ja wohl. Machen Sie bitte mal einmal die Wohnungstür zu. Wir sind hier gerade am Arbeiten, ja? Dankeschön. Also. Plan B. Ja. Es geht nicht anders. Ja, aber. Joachim, Klaus. Die Beamten sehen sich gezwungen, durch konsequente Strenge auf den Delinquenten einzuwirken. Naja. Aber er war schon sehr unfreundlich. Das muss man schon sagen. Er war schon sehr, Lass mir doch nicht die Türe vor der Nase zumachen. Ordnungshüter Klaus Krämer ist im Job geradlinig und unbestechlich. Privat ist er zweifacher Vater und begeisterter Familienmensch. Ehrenämter und Gemeindearbeit erfüllen seine Freizeit. Nee, mach mal rein, kannst du ja. Das ist ja erst, wenn er anfasst. Das Stromdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Diebe müssen sich auf empfindliche Strafen gefasst machen. Ey, das knallt immer. Hier wurde dem Steuerzahler genügend. Ja. Abmarsch. Zack. Wir rufen Ihnen einen Krankenwagen. Versuchen Sie ein bisschen von der Tür wegzurobben auf der anderen Seite, damit die Herren und Kollegen auch die Tür aufkriegen. Wieder haben die Ordnungshüter Schaden von der Allgemeinheit abgewendet und eine unbürokratische Lösung gefunden. Aber es hat schön geknallt.